Hallihallo, zurück zu ESO. Was euch schon aufgefallen ist, ich habe die PS5. Ich spiele jetzt ESO ab jetzt. Die PS5. Großer Vorteil, es gibt so gut wie keine Ladezeiten. Gut wie keine. Wenn es viel ist, 2-3 Sekunden. Schon sehr, sehr viel. Aber wird ja gleich selber sehen. Ja. Noch weiter, können wir mal das testen. Ein Saalmod mal rein. Zack. Sollte jetzt schon sehr lange. Das hat jetzt schon sehr lange gedauert. Ich habe gestern ein bisschen gespielt wieder, einen anderen Schau natürlich, ne? Geht sehr schnell vonstatten. Auch die Grafik natürlich ein bisschen schöner jetzt, ein bisschen feiner alles. Es gibt auf YouTube so ein Video, kann man vergleichen. Also das zeigt, wird gezeigt ein Stück eines Weges wieder gelaufen. PS4 und dasselbe auf dem PS5. Schon ein bisschen schöner jetzt. Aber vor allem so gut wie keine Ladezeiten mehr. Die ist sehr, sehr schnell. Auch mit der Re Remote Play war kein Thema. Verbinden, das ist auch nur auf der PS5 aktivieren, auch kein Thema. Ich hatte zu Anfang ein Problem gehabt. Ich hatte keinen Ton über Remote Play. Kein Ton. Wollte aufnehmen, keinen Ton gehabt. Natürlich blöd. Auch da ist, falls jemand Probleme mit hat, ne, ich kann euch ein Video verlinken, der hat sehr gut erklärt, sehr gut beschrieben, ist auf Englisch, aber man kann es sehen, was er da gemacht. Eigentlich ganz easy, falls jemand Probleme mit hat. Nur so nebenbei. So, machen wir es mal jetzt so weit. Ach, Moment, eigentlich habe ich ja noch. Kaffee habe ich noch. Hier, den wollt ihr machen. Wie gesagt, ich habe jetzt auf der PS5. Mach mal Sound ein bisschen leiser. Oh, dass man mich auch besser hört. So, ach so, dann gehst du mal durchlaufen, ja genau. Es gibt übrigens auch ein kostenloses Upgrade von der PS4 ESO auf die PS5. Muss man nur nochmal ungefähr 80 GB runterladen. Dauert ein bisschen, ja, knapp 2 Stunden hat bei mir gedauert. Aber kriegt man umsonst. Kann man ESO auf der PS5 zocken. Wenn wir jetzt hier reinkommen mit ihm. Macht der hoch. Hier lang. Dann ist da nichts, ne? Wo ist denn hier eigentlich lang? Ach so, ich da unten lang. Nicht. Keine Himmelsscherbe. Gehen wir drüben nochmal gucken. Lalalala. Ich habe gelesen gehabt, der Elder Scrolls 6, das ne der neueste Teil, der jetzt kommen soll, soll nicht für die Konsolen kommen. Anscheinend. Also nur für PC. Abwarten. Habe ich so gelesen auf dem Netz. Ob es wirklich an dem ist, dann letztendlich wird man sehen. Wunsch. Deine, ja. Man kann schon sehen, dass es ein bisschen schöner ist. Auch die Lichteffekte sind jetzt ganz anders wie rechts da zum Beispiel. Und vorher so auf der PS4 nicht. Jetzt hier zum Beispiel, ne?
Lichtschein. Den gab es vorher nicht. Oder? Schon ein paar Sachen, die sind jetzt sehr schöner, besser. Wie gesagt, falls jemand Probleme hat mit der ESO Online auf PS5 zu spielen, gibt mir Bescheid, dann erkläre ich es. Ganz in Ruhe, Stück für Stück. Kein Thema. Haben wir große Vorteile, ne? Wie gesagt, so gut wie keine Ladezeiten. Die sowas von schnell geladen, das ist Wahnsinn. Oh. Brutus ist schwer, ne? Aber leicht. Oh. Ah! So. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht, machen wir. Lalalala. Ja, und die Mütter kann man schon sehr viel alleine machen. Muss man sagen. Das ist wirklich stark. Das habe ich in dem Video gesehen. Die Klasse, mit der man am einfachsten fast alles machen kann, soll der magische Templer sein. Bin mir nicht ganz sicher. Probiert, werde ich aber auch mal ausprobieren. Vielleicht werde ich nachher mal machen. Magische Tempel. Also mit dem Stamina kann man ja schon sehr viel machen. Dann ist schon durch seine harschen Hiebe schon sehr stark. Müsste hier jetzt kommen, der Boss. Oder habe ich ihn übersehen? Ja, ne, platt, komm, schön verloren. Genau, in die Wand rein. Okay. Besser doch. Zombie. X-Match habe ich auch noch nicht gefunden. Der Lichtpack ist jetzt ganz anders. Eindrucksvoller, wie ich finde. Aber ist nur meine Meinung, ne? Weil ich finde das viel schöner als vorher. Ach, das ist ja da unten. Jo. Mal dahin. Ich schäme vorher auch nicht so stark. Jetzt, ja, vor allem Licht ist sehr viel besser geworden. Der PS5. Das muss ich sagen, ja. Oh. Natürlich eigentlich zu viel bezahlt, aber ich bereue es nicht. Ich bereue es nicht. Auch gar nicht so einfach, an eine PS5 jetzt überhaupt zu kommen, weil es gibt ja viele Reseller, die kaufen Massen auf und verkaufen sie bei eBay zum Beispiel, ne? Für 600-700 oder noch mehr. Kann nicht verboten werden, sowas.
Oh. Eine Himmelsscherbe? Wahrscheinlich der Boss. Ja, Nolunia. Oh, tschüss. Himmelsscherbe sehe ich jetzt hier nicht. Die. Oh, die Himmelsscherbe. Ja, Vorschein haben wir schon mal. Bin wir auch schon. Aber. Long. Ich würde schon sagen, der ist ja, aber der ist ja der Himmelsschein. Ah, der Lichtschein von draußen. Ja. Mal ja so gehen wir mal lang. Ich fliegen laufe. Jetzt brauche ich nicht. Da. Auch erledigt. Ist er doch schon. Ist ja. Sehr gut für Solo ist auch der Magier. Aber ist keine Spieleklasse für mich. Auch so Magier. Ja. Nicht da unten machen. Da ist auch nirgendwo. Besser. Das ist nicht. Ist gut. Muss hier in den Gang noch reingehen, dabei schnell. Nicht. Ach, mein Kapitel ausgeworfen. Inventar. Die Klamotten hier. Hätte den ersten Schock bekommen gehabt, als ich Jesu gestattet habe. Meine Schafe waren weg. Meine ganzen Schafe waren weg. Auch der hier, mein Let's Play Schaf. Weg. Aber ging ja nachher dann doch. Jetzt ich nochmal starten. PS5 Version, da ging. Zum Glück. Da habe ich einen kleinen Schock bekommen gehabt. Vor allem so. Was 400 Folgen schon Let's Play, dann haben wir mal alles weg, war? Nee. Aber ging ja alles gut. AGK brauche ich nicht. Geht's so rein? Ach, hier ist er. Guck einen an. Doch hier unten.
Da haben wir sie gefunden. Gefundelen. Es war die ganze Folge gedauert, aber egal. Wir haben sie gefunden. Wisst, ich will ja alles haben. Alles aufdecken. Hey, was ist jetzt los? Wollte gerade nicht einen anvisieren. Wieso auch immer, war nicht existent. Kleiner Bug. Aber gehen wir natürlich noch raus. Die war jetzt hier unten da. Ach, da kann man noch so gerade eben sehen, den Raum. Die Ecke. Hier bin ich falsch, ne? Also nimmst du mal hoch. Unten. Oh. Und verloren. Ach, der Mario kämpft den. Soll er mal kämpfen? Gehen wir raus. Das machen wir natürlich noch fertig. Ist klar. Champignon-Punkt. Wir haben auch fast fertig. Und ich mal, so lange sind wir Max-Level. Was im Moment so geht, ein Scheppenpunkt gesehen. Was da so geht. Ein, glaube ich, 820 oder so. Wir sind jetzt, kann man das sehen. Mit 39. Dann haben wir das auch schon mal fertig. Er wollte zuerst sterben. Hat er auch gemacht. Oh, sind wir auch gleich draußen. Schulterklappen, Ausdauer, gucken, welche sind. Gar nix. Schlechter, okay. Dauer auch schon. Nee, Waffenkraft ist runter. Waffenkraft ist schon wichtig. Waffenkraft ist schon wichtig. Genau, geh schlafen. Oh, einmal du, einmal du. Richtig, ja. Dann war es auch. Sind wir wieder raus. Ja, hat ein bisschen länger gedauert, aber egal. Dafür haben wir jetzt Basalen fertig. Ist doch was, oder? Hier was abgeschlossen, abgehakt. Tschüss. Kommt jetzt aber sehr lange. Was ist los?
Hat sehr lange gedauert, aber egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge von ESO. Bis dahin, tschö mit Ö.